Ich kann mich ja nicht so schnell hinhängen. Ah, warte mal, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Man muss bloß die Augen aufmachen. Genau so geht es nämlich. Ich dachte, ich muss mich irgendwie dranhängen. Ich glaube, das war auch gewollt vom Spiel, dass man das denkt. Okay. Und jetzt? Na gut. So. Damit hätten wir es wohl schon mal geschafft. Das Gas ist an. Das dachte ich mir schon, dass das auslöst. Genau, und jetzt kann man nämlich auch auf die andere Seite. Oder? Kann man das? Ja doch, könnte man. Aber... Moment. Gehen wir mal kurz rüber. Was ich jetzt nicht verstehe, warum ich jetzt hier schon weiter kann. Weil zurück komme ich dann immer. Ich glaube nämlich, dass da irgendwie noch eventuell ein Schatz wäre. Ich glaube, ich habe damit noch nicht mal Unrecht. Ja, okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Nee. Okay, das mit dem Schatz vergessen wir mal wieder. Okay. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das Gas jetzt wichtig ist. Aber dann müssen wir doch nochmal hier lang. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach hier rübergehen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass wir auf die andere Seite noch kommen, aber dem war wohl nicht so. Eine schwere Kletterpartie. Oh, da willst du hochklettern? Du nimmst dir mal wieder das Vorlader. Hier stehen Statuen. Große Gesichter, in einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Naja, jetzt glaube ich nicht, dass du mitkommen möchtest. Oh, muss erstmal craften. Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Hat es jetzt irgendwas bewirkt? Gut, ich war glaube ich eh nicht schnell genug. Ah, okay. Okay. Ich hab gedacht, das hätte wirklich nichts gebracht, weil
weil ich mir fast irgendwie ein wenig sicher war, dass ich schnell genug noch war. Aber halt auch nur fast. Wer immer ihn getragen hat, hatte entweder schlimme Kopfschmerzen oder ist nie von hier weggekommen. Moment, da ist getrocknetes Blut. Oh. Hat jemand auf seinen Schädel gehauen? Und was sind das da innen drin? Da sind ja... Naja, so Zacken drin. Das kann doch keiner auf dem Kopf aufsetzen. Gemäß seismischer Untersuchungen vom 25. November 1983. Enorme Ölfelder unter dem Dorf. Ich habe das Gebiet physikalisch untersucht und bestätige hiermit die Resultate. Empfehle groß angelegte Bohroperation. Porvenir wird wieder schwarze Zahlen schreiben. Dorf entbehrlich. Empfehle Outbreak der Stufe 01, falls Buyout erfolglos. Wir können nicht zulassen... Seltsam. Der Bericht bricht mitten im Satz ab. Porvenir, Einsatzbericht. Also irgendwas Gefährliches ist hier noch. Ich meine, gut, der Helm, der hat auch schon irgendwie darauf schließen lassen. Dass da noch irgendwas rumschlummert. Ah ne, so funktioniert es nicht. Hält es jetzt, oder? Ich glaube. Da müssen wir ran. Ah, jetzt fährt es wieder runter, ne? Mist. Aber müssen wir jetzt ja jedes Mal komplett wieder ganz runtergehen? Das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Aber gut, da ist ein Hebel, den habe ich schon gesehen. Ich bin bloß erst noch ein bisschen am Rumschauen. Naja, wir waren ja fast oben. So muss man das auch sehen, ne? Ah ja, okay, wir hatten eh keine andere Möglichkeit. Das heißt... Ja, wobei, so weit müssen wir gar nicht runterfahren. Oder... Wir müssen nicht komplett runter. Ja, ich denke, drei Pfeile reichen schon. Nicht gut. Nein, Crafter, schnell. Oh oh. No.
No. Ach nö. Aber wo muss ich hin? Da kommt ja nichts raus. Hier! Ah, fuck! Ups, sorry. Ich weiß mal nicht, welche Wörter man auf YouTube sagen darf, deswegen. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, ich hatte ein Video auf nicht gelistet gehabt. Und da ging es im Endeffekt darum. Oh oh. Oh. No! Also ich hatte auf jeden Fall ein Video auf nicht gelistet gehabt und da ging es darum, wie sich jemand extrem aufgeregt hat, weil ich ihn in Call of Duty Warzone ja, das Leben entwendet habe und ja, shit. Und er hat ein ganz böses Wort gesagt, das mit H beginnt und mit Sohn aufhört. Und der hat sich so reingesteigert, dass ich das so lustig fand, dass ich es einfach filmen musste. Also ich hatte eh ein Video am Laufen gehabt. Nicht für YouTube, sondern halt einfach, ja. Ich wollte einfach generell die Gameplays ein bisschen aufnehmen von Call of Duty. Falls da was Lustiges dabei ist oder Schönes dabei ist, dann habe ich das eventuell mal hochgeladen, aber dazu kam es halt irgendwie auch nie. Genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das Video auf... Ah, verdammt! Ich hatte das Video auf nicht gelistet gehabt. Und da hat diese Person halt eben das in diesem Voice-Chat gesagt. Und dann wurde von YouTube, ich glaube, ein Jahr später, warum auch immer, weil das Video habe ich ja niemandem gezeigt. Also ich habe es... Ja gut, ich habe es... zwei Leuten gezeigt, ja, aber das war vor einem Jahr. Und es waren halt Freunde von mir, mit denen ich halt auch da zusammengespielt hatte zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall hat mir YouTube das Video entfernt. Mit der Begründung, dass es halt eben ja, wie soll ich sagen, gegen die Richtlinien verstößt. Ich habe dafür keinen Strike bekommen, aber ich habe es halt irgendwie nicht so richtig verstanden. Weil... Ah ne, Quatsch, es wurde nicht auf privat gestellt, ich glaube ab 18 gemacht und privat. Also beides sogar. Oder vielleicht nur ab 18. Kann auch sein. Ja Leute, ich bin etwas überfordert, wie ich jetzt da hier weitermachen soll. Naja. Aber es wäre schon komisch gewesen, hätte ich dafür einen Strike bekommen. Da hätte ich mich, glaube ich, echt ein bisschen drüber geärgert, weil... Ja, ich weiß nicht. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, das Wort natürlich an sich ist natürlich nichts Schönes. Aber... Das gibt's doch nicht. Wie soll ich das machen? Wie muss ich denn da hochgehen? Ich bin immer voll unter Stress. Ich kann immer nicht wirklich schauen, wie ich jetzt weitermachen soll. Nervig, nervig, nervig. Lass mich mal von hier gucken. So, das schießt darüber. Ja gut, ich kann wahrscheinlich... Ach so, ich kann wahrscheinlich von dem Punkt da hinten ausspringen. Ja, aber wie komme ich denn da hin jetzt hier? Kann ich da einfach rüberspringen? Nee, oder? Soll das gehen? Wie soll das gehen?
Aber da ist was. Da ist was. Eventuell muss ich da irgendwas herziehen oder so, was ich noch nicht entdeckt habe. Okay, das gibt brüchig. Kann ich da an der Seite eventuell? Was muss ich denn machen? Ah, ich kann mal kurz meine neue Pistole austesten. Ui! Ich glaube, die macht mir Spaß. Ah, gut, zurück. Ja gut, ich werde es jetzt noch einmal probieren. Ja, wir haben mal wieder keine Pfeile. Ja. Ah. Ich hatte Pfeile. Ich habe das falsch ausgerüstet gehabt. Keine Ahnung. Oi. Das ist gerade nicht easy. Also mir ist das überhaupt nicht offensichtlich, was ich machen soll. Was mache ich denn jetzt da? Irgendwas muss ich da machen. Und da kommt der Drache, der spuckt ja nichts. Habe ich da vielleicht irgendwas noch vergessen? Vielleicht irgendein... Ach so, warte mal. Schaut es uns eigentlich hier aus. Oh. Nee. Ja, das habe ich schon entdeckt, oder? Hier liegt der Vermisste von Porvenir, getötet in Notwehr von Mariana Ortiz. Du wirst keine Leiche finden, nur diese Notiz. Als ich ihn fand, griff er mich an, also schlug ich ihm auf den Kopf. Seine Gier hat ihn getötet, nicht ich. Es tut mir leid um seine Familie, die von seinem Schicksal nie erfahren wird. Falls diese Notiz vor meinem Tod gefunden wird, weißt du, wo du mich findest. Marianas Geständnis. Komisch, ich dachte, wir waren hier schon. Abby, ich habe eine Notiz gefunden, geschrieben von deiner Großmutter. Sie hat einen Mann getötet, um sich und das Dorf zu schützen. Sie nennt ihn den Vermissten von Porvenir. Sagt dir das irgendwas? Ich weiß noch, als ich ein Kind war, es gab eine Suche. Einer der Arbeiter war verschwunden. Er wurde nie gefunden. Bald darauf war das letzte Öl weg und Porvenir zog ab. Oma hat den Mann getötet? Meine Oma? Ich glaube, sie hatte keine Wahl. Okay, wir haben jetzt wieder mal... Da liegt auch sowas. Wie kann ich das so... Warte mal. Muss ich mit Feuerpfeilen schießen? Kann das sein? Oh ja, ich glaube schon, oder? Nee. Ist ärgerlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht allzu sehr, was ich hier machen soll. Hm. Wisst ihr was? Oh. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal eine Aufnahmepause machen und dann mal nachsehen, wo ich denn was drücken muss oder wie ich wo hinspringen muss oder irgendwas abschießen muss, damit es dann weitergeht. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal bei Shadow of the Tomb Raider. Ciao!